Noch ein zweites Beispiel. Und zwar, meine Lieblingssprache. AUN, BUN. So, die würde ich jetzt gerne erkennen. Also ich möchte jetzt eine Maschine entwickeln, die genau Worte dieser Sprache erkennen kann. Und dann in den sauber definierten Endzustand, Haltezustand übergeht. Wir haben keinen Stack zur Verfügung. Wie können wir das machen? Können Sie mal eine Minute drüber nachdenken. Dann können wir mal gucken, ob wir die richtige Idee entwickeln. Also als Hinweis kann ich Ihnen schon mal ganz klar sagen, nein, ich weiß nicht, gibt es bestimmt mehrere Lösungen. Und die Lösung, die ich mir überlegt habe, ich laufe mehrfach übers Band. Ich laufe hin und her und wieder zurück und vor und hin. Aber überlegen Sie mal, wie man eine Maschine entwickeln kann, ja, die jetzt Worte der Form A auch N, B auch N erkennt und andere Worte verwirft. Also im Prinzip müssen wir jetzt ein Programm für diese Maschine schreiben. Also das, was wir so im ersten Semester anfangen, ne, so Grundlagenprogrammierung, machen wir jetzt auf dem Modell der Turing-Maschine. Ne, da haben sie irgendwie einen Java oder einen C-Compiler bedient. Und hier wollen wir jetzt eine Turing-Maschine programmieren. Also Entwicklung einer Idee. Ich habe jetzt irgendwie keinen Speicher, wo ich, ne, wie wir das bei dem Stack hatten, bei dem PDA haben wir es ja so gemacht, wir sind irgendwie von am Anfang losgelaufen. Ja, waren hier losgelaufen bei dem ersten A, haben jedes gelesene A auf den Stack geschrieben, sind, wie gesagt, wir laufen dann nur von links nach rechts. Und wenn wir auf dem B getroffen sind, dann haben wir einfach den Stack aufgeräumt. Das haut hier natürlich nicht hin. So, was man hier machen kann, und das werde ich gleich angeben, das Programm. Ich muss mir irgendwie sozusagen für jedes A, was ich lese, ja, das muss ich mir irgendwie markieren. Ich habe es dann aber so gemacht, ich überschreibe das A einfach mit irgendeinem Symbol. X habe ich jetzt genommen. Ja. Und dann sorge ich sozusagen in einem Durchlauf dafür, für jedes A, was ich lese und markiere, markiere ich auch ein B. Und dann laufe ich wieder zurück, bis ich wieder bei dem A bin. Und dann das gleiche nochmal. Ich lese das A, markiere es. Und damit ich ja nicht durcheinander komme, mache ich aus dem B ein Y. Ja, sozusagen ein zweites Symbol. Ich bin hier und laufe dann wieder aufs nächste B. Und wenn ich das B erkenne, überschreibe ich das B durch ein Y. Ich laufe wieder zurück zum A, überschreibe das mit einem X, laufe wieder zurück aufs B und mache ein Y draus. Ja, und dann muss man zwischendurch aufpassen, dass die auch in der richtigen Reihenfolge sind. Und wenn ich das dann habe, dann muss ich halt in einen klar definierten Haltezustand übergehen. Also, das kann man wie folgt machen. Ich mache das, wie gesagt, Startkonfiguration. Startkonfiguration ist, ich nenne den Zustand jetzt mal Q0, das ist einfach mein Startzustand. Ja? Das ist meine Startkonfiguration. Ich habe hier irgendwie ganz viele A's, ich habe irgendwie ganz viele B's, sagen wir mal A auch N, B auch N. Das ist meine Startkonfiguration. So, und erster Anweisungsblock. Was mache ich da? Das müsste man jetzt nicht so machen. Ich könnte auch sozusagen von hinten nach vorne durchlaufen. Ich könnte auch sozusagen, ich habe jetzt gerade argumentiert, ich lese ein A, markiere das und lese dann zum nächsten B. Ich könnte es auch genauso gut andersrum machen. Ich könnte jetzt vom rechten Ende loslaufen, ich markiere ein B und suche ein zugehöriges A. Ich habe es aber jetzt irgendwie von vorne gemacht, weil mir das irgendwie ästhetisch schöner erschien. Ja? Das heißt, als allererstes suche ich mal das erste A auf dem Band. Ja, was mache ich da? Ich definiere mir jetzt hier Q0. Ich kann einfach wirklich so runterprogrammieren. Ja, ich bin in Q0, bin auf einem Blank. Dann gehe ich über in Zustand Q1 und ich laufe nach links. Und in Zustand Q1 laufe ich jetzt nur noch nach links, nur noch nach links, bis ich wieder hier vorne bin. Ja, und wenn ich bei dem Blank angekommen bin, dann weiß ich, oh, ich bin am linken Bandende. Jetzt muss ich wieder einen Schritt nach rechts gehen, weil dann bin ich auf dem ersten A, weil ich dann davon ausgehe, dass ich diese Eingabe erwarte.
Also, das ist mein erster Anweisungsblock. Q1a, wir bleiben in Q1 und laufen nach links. Q1b, wir bleiben in Q1 und laufen nach links. Ja, damit sind wir sozusagen schon einmal ganz hier hinten durch. Und wenn wir in Q1 sind und auf den Blank kommen, dann gehe ich über in Zustand Q2 und ich gehe einen Schritt nach rechts. Ja, was ist jetzt passiert? Nicht diesen. Ja, wenn das mal eine Startkonfiguration ist, ja, und wenn ich dieses Ding hier mache, dann habe ich erreicht, wir sind in Q2, Blank A, A, B, B. So, das ist jetzt unsere Position. In der Konfiguration befinden wir uns jetzt. So, jetzt kommt der zweite Anweisungsblock. Ersetze ein Paar von A und B. So, und das ist sozusagen der Startpunkt für diesen zweiten Block, ist halt, wenn ich den Zustand Q2 erreicht habe. Darum mache ich hier diesen Zustandswechsel. Ja? Den Zustandswechsel hier musste ich machen, damit ich sozusagen das letzte Blank anders behandeln kann als das erste Blank. Ja? Wenn ich hier in dem Zustand Q1 geblieben wäre, ja, dann wäre ich nämlich nochmal nach links gelaufen. Darum musste ich hier einen Zustandswechsel machen, weil ich das Ding anders behandeln möchte als das Ding. So, und im Zustand Q2 laufen wir jetzt hier durch, brauchen gleich noch ein paar weitere Zustände, um sozusagen hier dieses erste A zu markieren und dann auch das erste B zu markieren. So, was machen wir da? Wir sind im Zustand Q2, lesen ein A, und das wollen wir jetzt überschreiben. Dann irgendein Zeichen, was es so sonst nicht gibt. Ja? Das ist meine Marke. So, und wenn ich ein Q2 X lese, was mache ich dann? Dann gehe ich über in den Zustand Q3 und ich gehe nach rechts. Also im Zustand Q3 laufe ich jetzt immer nach rechts. Laufe ich nach rechts, bis ich aufs erste B treffe. Ja, darum mache ich hier diesen Wechsel, diesen Zustandswechsel nach Q3. So, und dann können ja noch A's kommen. Ich bleibe in Q3 und laufe nach rechts. Und wenn ich auf einen B treffe, was mache ich dann? Neue Situation, führen mal einen neuen Zustand ein, Q4. Und das B, das erste B, was ich treffe, das überschreibe ich jetzt durch ein Symbol Y, irgendwas, was ich sonst in meinem Alphabet nicht habe. So, das heißt, damit haben wir dann die Situation, wenn wir hier eben waren, und jetzt kommt sozusagen dieser Anweisungsblock, dann haben wir hier die Situation Q4. Hier vorne steht ein großes X. Nee, steht da gar nicht, hier steht erst ein Blank. Dann steht hier ein großes X. Dann kommen noch ein paar A's. Na, hier hatten wir eben N, hier hatten wir auch N. Das sind jetzt N-1. Dann haben wir ein B, B auch N-1 und hier mal ein Y. Ja? Weil wir hatten hier das erste B, was wir getroffen haben, da waren wir im Zustand Q3, ein B, da gehen wir über in Zustand Q4 und überschreiben das erste B durch ein Y. So, was müssen wir jetzt machen? Jetzt müssen wir eigentlich wieder zurücklaufen. Ne? Dritter Block. Jetzt laufen wir wieder zurück. Wir sind jetzt hier an dieser Stelle. Das muss ich noch markieren. Genau. Jetzt müssen wir wieder zurücklaufen auf dieses A hier. Ja, das mache ich mit dem folgenden Anweisungsblock. Wenn wir in Q4 sind und wir lesen ein Y, wir bleiben in Q4 und laufen nach links. Wenn wir in Q4 sind und ein A lesen, laufen wir weiter nach links, weil ich möchte das erste A gerne erreichen. Ja, wenn ich jetzt so zwischendurch mal so ein A ersetze, dann komme ich da irgendwie durcheinander. Also ich möchte das ganz links stehende A erreichen und das dann gleich wieder ersetzen.
Q4. So, und wenn ich hier angekommen bin, auf dem X, dann weiß ich, oh, jetzt muss ich einen nach rechts gehen. Weil wenn A kommt, das erste A muss dann da stehen. Das heißt, wenn ich in Q4 bin und auf ein X treffe, dann gehe ich wieder in meinen Zustand Q2 über und gehe nach rechts. Ja, dann bin ich sozusagen an der gleichen Position wie hier, ganz am Anfang. Ja? Und jetzt kann ich wieder so einen Durchlauf machen. Das heißt, wir haben damit erreicht, ich bin in Q2, ich habe hier ein X, ich habe hier A, und zwar N-1 Fila A, wir haben ein Y, wir haben N-1 Fila B und wir befinden uns hier. Und jetzt können wir das Gleiche machen, und das kennen wir jetzt schon, ja? Wir sind in Q2 A, das haben wir hier schon gemacht, im zweiten Block, Q2 A, das ersetzen wir. Und laufen wieder bis nach rechts, ersetzen das eine, laufen nach rechts bis aufs erste B. Das ist jetzt, ausgehend von unserem ursprünglichen Wort, das zweite B. Damit haben wir das zweite A und das zweite B ersetzt. Und so läuft das jetzt die ganze Zeit durch. Mehrfache Anwendung liefert uns, wenn wir das jetzt machen, also jetzt wird das erste A und das erste B ersetzt. Wir laufen wieder zurück. Ja, da haben wir jetzt alle Arbeitsschritte haben wir dafür. Das heißt, wir kriegen dann irgendwann raus, Gesundheit, Q2. Und jetzt stehen hier ganz viele X, das letzte A, ganz viele Y, das letzte B. Und wir befinden uns hier. Ja, und das sind jetzt genau N-1 und das sind auch N-1. So, was passiert jetzt? Jetzt wird es ja irgendwie spannend. Wir müssen jetzt auch, glaube ich, in einen sauber definierten Endzustand kommen, sprich diesen Haltezustand. So, wenn wir das jetzt machen, und zwar diese Folge, diese Anweisungsfolge hier durchlaufen, Q2a wird ersetzt durch ein X. Wir laufen dann nach rechts, bis wir auf ein B treffen, gehen in den Zustand über Q4 und ein Y. Das heißt, dann haben wir erreicht Q4. Hier stehen jetzt N viele X, hier stehen N viele Y und wir befinden uns hier. So, jetzt müssen wir uns überlegen, was müssen wir jetzt machen? Ja, jetzt müssen wir irgendwie sicherstellen, dass kein A mehr da ist. Erstmal für den Q4, Y haben wir ja schon was. Q4Y lässt uns nach links laufen und egal was dann kommt, genau, Q4, Y lässt uns nach links laufen, das heißt, wir laufen hier hin, wir bleiben in Q4. Wir kommen hier an. Ja, das ist sozusagen, indem wir mehrfach hier dieses Ding anwenden. So, jetzt sind wir in Q4x, gehen in Zustand Q2 über und laufen einen Schritt nach rechts. Das heißt, was wir dann erreichen, ist das Folgende. So, dadurch, dass wir, wenn wir immer paarweise vorgegangen sind, mit einem A haben wir auch ein B sozusagen überschrieben. Ja, können wir eigentlich jetzt aufhören, wenn wir jetzt kein B mehr finden? Ja, weil A haben wir nicht mehr, alle A's haben wir eliminiert. So, und jetzt müssen wir sozusagen für Q2y gibt es noch keine Regel. Das muss ich hier noch einfügen. Halt mal. Genau, für Q2, dann gehe ich nach Q2x, das habe ich aber nicht, Q2y fehlt, ne? Da ist ein Fehler. Ich muss jetzt noch eine Regel einführen, Q2y, dass das übergeht nach Q3R. Muss ich mal gucken, ob ich mich da nicht vertan habe. Nee, genau. Das passt schon, das passt.
Ich muss jetzt noch eine Regel einführen, dass ich hier jetzt sozusagen genau zu einem definierten Ende komme. Q2y haben wir. Und für Q2y weiß ich, wenn ich hier angekommen bin, also wenn ich sozusagen das letzte A überschrieben habe, dann wieder zurücklaufe hier, wie ich es hier gemacht habe, und dann einen Schritt nach rechts gehe, wenn dann kein A mehr kommt, dann weiß ich, dass ich eigentlich durch bin. So, jetzt muss ich eigentlich nur noch ans Ende laufen und gucken, ob da noch überschüssige B sind. Ne? Wenn da jetzt noch überschüssige B sind, weiß ich, das Wort war nicht aus meiner Sprache A hoch N, B hoch N. Ansonsten, wenn ich auf kein B mehr treffe, gehe ich bis zum Ende durch und halte vernünftig an. Und das tue ich, indem ich sozusagen, das war jetzt der vierte Block, glaube ich. Da würde ich jetzt sagen, im Zustand Q2y gehe ich in den Zustand über, den nenne ich jetzt Q5. Das ist sozusagen mein Aufräumzustand oder ich bereite mich aufs Ende vor. Ich laufe nach rechts. Jetzt muss ich einmal durch diese Y durchlaufen. Q5y. Ich bleibe in Q5 und gehe nach rechts. Und wenn ich am rechten Ende ankomme, wenn ich also Q5 und das Blank lese, weiß ich, ich kann anhalten. Wenn jetzt hier noch ein B stünde, hier hinten, ja, dann würde ich einfach hängen bleiben. Ne? Dann komme ich nicht zum Ende, ich komme nicht in den Haltezustand, ich bleibe einfach hängen. Die Übergangsfunktion ist nicht definiert und das Ding wird nicht akzeptiert. Akzeptieren tun wir hier immer nur in dem Haltezustand. So. Und so haben wir gerade ein kleines Programm geschrieben, um mit dieser einfachen Maschine, der Turing-Maschine, ja, die Sprache A auch N, B auch N zu akzeptieren. Wenn wir vorher, wenn wir überschüssige A's gehabt hätten, dann würden wir genauso hängen bleiben. Ja? Dadurch, die Art und Weise, wie wir vorgegangen sind, garantiert uns, dass wir auch die A's und B's in der richtigen Reihenfolge haben, sonst würden wir irgendwann zwischendurch hängen bleiben. So, es ist einfach so ein bisschen, ja, wie entwickelt man so ein Ding? Ja, man überlegt sich irgendwie die grobe Idee, wie man das macht, und dann kann man einfach diese, quasi die Programmbefehle, das ist ja so fast wie so Maschinensprache, schreibt man die einfach runter. Ja. Und das Gleiche könnte man natürlich jetzt, können wir auch für diese Sprache verwenden. Ja, also würden wir genau das Gleiche machen. Wir würden einmal von links nach rechts laufen, um ja sozusagen von dieser Startkonfiguration, da haben wir jetzt irgendwie ganz viele A's, wir haben ganz viele B's, wir haben ganz viele C's. Können wir genau das Gleiche machen. Wir laufen einmal ganz nach links. Ja, und hier hatten wir sozusagen in einem Zyklus, ersetzen wir ein A und ein B. Und hier würden wir halt in einem Zyklus ein A, ein B und ein C. Man bräuchte ein paar Zustände mehr, man müsste ein paar quasi Befehle mehr einführen, aber die generelle Idee können wir genauso machen. Ja? Also was war, ja, das können wir noch nicht hinschreiben. Ja? Okay. Ich hoffe, das ist in etwa klar geworden. Das ist also gar nichts Schlimmes. So eine Turing-Maschine kann man eigentlich ganz wunderschön programmieren. Ist ein bisschen mühselig, weil man relativ viele Befehle braucht. Ja? Und solche Befehle, wie ich sie hier teilweise brauchte, ja, an der Stelle, wo ich hier in dieser Situation beispielsweise, ich ersetze erst ein Zeichen und gehe dann nach rechts. Ja, in anderen Formulierungen der Turing-Maschine geht das halt in einem Schritt. Die brauchen halt ein paar Befehle weniger. Ich brauche ein paar mehr, kriege es aber genauso hin. Okay, so.